Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Muscheln von Tag 2 und 3 bekommt. Weil Tag 2 war gestern tatsächlich nur eine Muschel, deswegen habe ich dazu kein separates Video gemacht. Denn das war für die meisten wahrscheinlich sowieso selbsterklärend, weil es auf dem Weg war. Und zwar müsst ihr von Tag 2 zur dritten Domain von Kasua. Ihr habt es gerade gesehen, da wurde auch angezeigt, dass dort noch eine Muschel quasi zu finden ist. Wenn bei euch auch noch steht, dass ihr dort eine Muschel kriegen könnt, könnt ihr das auf jeden Fall besuchen. Die Sache ist nur, man startet, wenn man die Domain ein zweites Mal betritt, von hinten. Und so müssen wir einfach nur den ganzen Weg zurücklaufen, ohne dass uns aber wenigstens keine Gegner in die Quere kommen. Und ihr haltet euch einfach den Weg entlang. Also viel mehr kann man da irgendwie nicht richtig oder falsch machen. Der ein oder andere oder die meisten von euch werden die Muschel auf dem Tisch schon entdeckt haben, als sie das nochmal durchgespielt haben. Trotzdem, einfach nur für die Vervollständigung auch des Videos, zeige ich das hier nochmal. Also wir laufen wirklich einfach nur zurück, machen alles rückgängig und dann sind wir auch gleich schon vor Ort und haben da die 15. Muschel. Interessant wird jetzt aber auf jeden Fall Tag 3, denn dort haben wir nicht nur die Muschel, sondern auch ein komplettes Rätsel. Wir werden beides auflösen und ihr könnt natürlich auch direkt schon mal ein bisschen vorspulen, falls ihr diese Muschel hier schon besitzt. So, da auf dem Tisch liegt sie nämlich. Und somit müssten wir insgesamt jetzt 15 Muscheln haben, wenn ihr gestern bzw. Tag 2 die Muschel mitgenommen habt. Und für Tag 3 befinden wir uns jetzt hier an der Trommel, wo auch die Quest von Tag 3 weitergeht. Ganz wichtig ist, ihr müsst das erstmal aktiviert haben, damit ihr mit der Trommel interagieren könnt, damit wir danach die Höhenverstellung machen können von dem Gebirge. Wie ihr gesehen habt, rechts, wo wir jetzt gerade hingehen, hat sich die Größe verändert von dem Gebirge hier halt. Damit wir jetzt hier rein können, in die Höhle. Und hier finden wir dann das Rätsel und auch unter anderem die Muschel. Dann müsst ihr erstmal die 4 Fackeln aktivieren. Ich hatte das jetzt schon gemacht, weil ich bei der ersten Aufnahme leider vergessen habe, auf Start zu drücken. Dann habt ihr die Säule aktiviert, dann verschwindet dort Wasser. Und als nächstes können wir dann zu dieser Fackel, wo neben sich eine Truhe befindet, die könnt ihr dann auch öffnen. Und ab hier, glücklicherweise habe ich gemerkt, dass die Aufnahme nicht läuft. Deswegen habe ich das nochmal schnellstmöglich rückgängig gemacht, beziehungsweise nochmal für euch wiederholt. So, dann wollen wir zu dieser Feuersäule, Pyrosäule. Und dahinter ist ebenfalls eine Fackel, die wir aktivieren möchten. Gehen dann weiter, einfach geradeaus. Und hier wäre dann nochmal eine Fackel. Sehr schön. Damit hätten wir schon mal die Säule aktiviert. Jedoch machen wir jetzt noch Folgendes. Wir öffnen hier die Tür. Können dann da durch quasi und können auch hier das Tor öffnen und die Fackel auslösen. Das wird wichtig zum Ende für die drei Truhen. Ihr werdet später sehen, was wir dann dort machen können. So, dann geht es wieder zurück. Und schon haben wir tatsächlich Zugang zur 16. Muschel. Falls ihr die ersten 14 Muscheln noch nicht alle vollständig habt, schaut auf jeden Fall gerne bei meinem anderen Video vorbei. Dort habe ich auf jeden Fall eine Erklärung, wie ihr die ersten 14 Muscheln findet. Hier findet ihr in diesem Video quasi 15 und 16. Und mit 16 haben wir dann die Möglichkeit, den Skin freizuschalten. Und den wollte ich auf jeden Fall auch direkt für das rechtliche Video dann auch benutzen. Was wir auch gemacht haben. So, direkt mal gewechselt. Und jetzt ist das Video aber noch nicht vorbei. Denn wenn wir hier schon angefangen haben, machen wir das Rätsel natürlich auch noch zu Ende. Und sobald wir das gemacht haben, ist hier in der Mitte eine Truhe. Wir müssen eigentlich nur diese Richtung hier einmal anpassen und können dann spielen, womit wir dann die Truhe freischalten und danach werden wir wieder zurück zum Teleporter gehen zu Beginn und werden wieder die Höhe quasi ändern. Denn jetzt kommt das, was wir vorhin gemacht haben. Wir sind vorhin ja einmal durch eine Tür gegangen und haben da das Tor geöffnet und die Fackel aktiviert. Und jetzt haben wir die Größe wieder angepasst. Jetzt seht ihr schon, das rechte Gebirge ist jetzt wieder größer. Und dadurch, dass wir das aktiviert haben oder das Tor vorhin geöffnet haben, haben wir jetzt die Möglichkeit, von hier da durchzugehen und uns nochmal 3 große Truhen zu holen. Ist das Skin nicht schön? Ach ja, irgendwie finde ich, der hat was. Irgendwie finde ich, der sieht schon ganz, ganz toll aus. So, wir gehen auf jeden Fall hier durch. Ist ziemlich simpel. Und jetzt haben wir normal, also wenn wir vorhin das Tor nicht geöffnet hätten und die Fackel nicht aktiviert hätten, dann wäre hier zu. Weil die Fackel mussten wir ja sowieso aktivieren.
Aber wahrscheinlich weiß nicht jeder auf Anhieb, wo es dann weitergeht, beziehungsweise wo die andere Seite ist. So, das haben wir hier. Damit können wir dann runter. Und dann möchten wir nochmal spielen und damit haben wir uns dann nochmal Zugang gewährt, weil rechts ist quasi nochmal so ein blockierter Weg jetzt, aber nur bei der Höhenverstellung. Und so haben wir dann nochmal Zugang zu drei schönen leckeren Truhen. Und das soll es dann auch mit dem Video gewesen sein. So bekommt ihr die weitere Muscheln. Ich glaube, an Tag 3 gibt es noch mehrere Muscheln. Aber ich denke, für die meisten ist eine weitere für die 16 erstmal am wichtigsten. Denn ihr möchtet ja wahrscheinlich, die meisten möchten ja schnellstmöglich die Fische skinnen. Aber wenn ich auf jeden Fall mehr herausfinde, lasse ich euch das wissen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit dem Skin. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.